Wir sind Flo und Mira, arbeiten bei der Firma Dem Systems als Product Owner und Software-Architekt. Und zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen entwickeln wir an einem Maklerverwaltungsprogramm. Das ist eine webbasierte Anwendung, die zum Ziel hat, ja, die täglichen Use Cases rund um Verwaltung und Beratung von Kunden von selbstständigen Versicherungsmaklern zu unterstützen. Genau. Wir wollen in den kommenden 20 Minuten plus minus unseren Weg vom liebgewonnenen Altsystem zur zukunftsfähigen Software ein bisschen erklären und erläutern, und wir hoffen, dass unsere Erfahrungen dabei ja vielleicht ein Impuls für euch sein können, falls ihr entweder nur aktuell oder vielleicht auch zukünftig ähnlichen Herausforderungen gegenübersteht, wie wir es vor anderthalb Jahren oder so standen. So genau weiß ich es nicht mehr. Genau, also wie ist es zu diesem Erfahrungsbericht gekommen? Also ganz simpel dargestellt, ein sehr zentraler Bestandteil von unserer Maklerverwaltungssoftware ist die Kundenverwaltung. Eigentlich der zentrale Bestandteil. Und ja, den gibt es auch schon ziemlich lange, so wie er jetzt gerade ist. Und er freut sich auch recht großer Beliebtheit, deckt aber aktuell ziemlich nur die Ist-Situation des Kunden ab. Also welche Verträge hat der Kunde, welche Dokumente, sind vielleicht schon mal Schäden aufgekommen, keine Ahnung, Hochwasserschaden ist ja ein Klassiker bei Versicherungen, welche Dokumente liegen vor und so weiter. Also Fokus sehr auf dem Ist, und ausgehend davon entscheidet der Makler dann größtenteils selber und von sich aus, wo er als nächstes mit dem Kunden drüber spricht. Unser Auftrag war es, diese Ansicht zu optimieren, also ein bestehendes System zu verbessern. Und zwar so, dass der Makler eigentlich direkt mit der Nase drauf gestoßen wird, welches Thema er als nächstes mit dem Kunden zu beraten hat, sodass halt auch keine Versicherungslücken entstehen. Ne? Also hier rot dargestellt könnte jetzt mal so eine plakative Versicherungslücke sein. Elementarversicherung hat der Kunde leider nicht. Schade, jetzt muss er irgendwie auf dem Schaden sitzen bleiben. Genau. Ja, bei diesem Auftrag haben wir uns so ein bisschen in so einem Spannungsfeld bewegt. Auf der einen Seite, im großen Kasten dargestellt, eine dringende Nachfrage nach diesen Veränderungen. Das System gibt es schon sehr lange, ein bisschen alter Hut, und unsere Geschäftsführer, aber auch User, die Bock auf Innovation haben, die drängen halt nach Veränderungen und nach Optimierungen, weil die sich natürlich davon auch was verhoffen. Einerseits für ihren Alltag, dass es ihnen die Beratung einfach leichter von der Hand geht, und aber auch, um ja ein bisschen mehr in die Zukunft zu gehen. Ne? Das System gibt es lange, und die Idee war jetzt, wie kommen wir jetzt mit großen Schritten auch den Wettbewerbern entgegen und der Zukunft entgegen. Auf der anderen Seite hatten wir aber viele User, die das System einfach schon sehr lange nutzen, damit auch echt gut klarkommen, zufrieden sind. Und ja, wenn mal ein Feature gefehlt hat, dann haben sie sich einfach Workarounds für sich zusammengeschustert, die auch einfach echt gut funktioniert haben. Das heißt, wir waren so ein bisschen hier in so einem Spannungsfeld, würde ich mal sagen, wobei der Teil dieser dringenden Nachfrage definitiv einen größeren Einfluss auf unsere Planung hatte, denn die Dringlichkeit kam auch durch unsere Geschäftsführer, und die haben sich natürlich nicht nur fachliche Vorteile davon erhofft, sondern ja, diese Veränderungen zahlen oder zahlten halt auch auf die gerade festgelegten Geschäftsziele ein, die für die Zukunft des Unternehmens eine entscheidende Rolle gespielt haben. Mal weiter. Ja, wir haben also jetzt ein paar neue Anforderungen, die essentiell für die Zukunft der Firma sind. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, das Ganze soll auch möglichst schnell gebaut werden. Und wir haben vorhin schon ein bisschen was von Qualitätszielen gehört. Da sind die wichtigsten jetzt einmal für uns hier aufgelistet. Wir wollen also, dass die Funktionen, die wir jetzt bauen, dass wir in Zukunft auch noch auf technologische Veränderungen reagieren können. Oder wenn neue Geschäftsanforderungen kommen, hatten wir gerade auch schon, wollen wir auf jeden Fall darauf reagieren können in Zukunft. Natürlich soll der Code auch einfach und verständlich sein, die Architektur auch, weil darin kann man dann am besten arbeiten. Man kann dann Fehlerquellen schneller ausmachen. Also wenn wir jetzt irgendwie mal ein paar Jahre einen Fehler haben, ja, der soll dann natürlich auch schnell gefunden werden. Oder wenn jetzt zukünftige Entwickler, die vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Projekt sind und das Ganze gar nicht mitgestaltet haben, in Zukunft an dieser Software arbeiten, sollen sie natürlich auch schnell geeignete Stellen für Erweiterungen finden. Ja. Genau, und außerdem, last but not least, haben wir heute Morgen schon gehört, das ist ein Industriestandard. Die Software soll testbar sein, beziehungsweise soll ein Test vorhanden sein, damit wir auch feststellen können, dass die Software oder die Funktionen, die wir ausliefern, auch funktionieren. Ja, im Endeffekt, alles zielt so ein bisschen darauf ab, die Software soll wartbar sein, erweiterbar sein und
möglichst lange die Geschäftsziele von unserem Unternehmen ermöglichen bzw. unterstützen. Und wenn das jetzt so einfach wäre, die Funktion in unser bestehendes Kernsystem einzubauen, dann würden wir nicht hier stehen. Denn ich habe heute schon ein paar von diesen Grafiken gesehen. Hier ist besonders weit rausgezoomt, weil hier sind auch besonders viele Linien. Man muss es auch gar nicht im Detail erkennen. Wir hatten schon ein paar davon. Es sind Abhängigkeiten zwischen Paketen bei uns im Projekt. Und da findet sich so ziemlich alles, was Carola heute Morgen auch schon mal erzählt hat. Zirkuläre Abhängigkeiten. Eigentlich greift alles so ein bisschen auf alles zu. Und die Software ist in den letzten 12 Jahren historisch gewachsen, hysterisch gewachsen, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall, am Anfang waren die Anforderungen andere als jetzt an die Software. Am Anfang war die Firma noch relativ klein und die Funktionen sollten schnell ausgeliefert werden. Jetzt sollen sie schnell ausgeliefert werden, aber sie sollen noch lange, lange benutzt werden können und lange gewartet werden können. Und das Arbeiten in solchen Projekten, wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, kennen das irgendwie, weil ansonsten hätten sie kein Interesse an diesen Themen. Ist ein bisschen so, das ist bei uns auch der Fall. Also man möchte in Komponente A jetzt eine Änderung machen. Das kann man auch machen und dann kriegt man vielleicht gar nicht mit, dass es irgendwelche Abhängigkeiten gibt, die darauf aufbauen und dann gibt es einen Fehler in diesen Abhängigkeiten. Das ist hier sehr plakativ dargestellt. In echt kann es auch einfach nur eine kleine Funktionsänderung sein in einer dieser Abhängigkeiten. Ja, im Idealfall kriege ich das mit und kann das lösen. Das kostet dann einfach ein bisschen mehr Zeit. Im schlimmsten Fall deploy ich das Ganze und habe irgendwie einen Bug rausgebracht. Das Ganze wäre natürlich irgendwie ein bisschen besser, wenn man dann Tests hätte, die mir sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber wie das in Legacy-Software so oft ist, ist es gar nicht so einfach, da überhaupt einen Test reinzukriegen. Das Ganze führt dazu, dass die Aufgaben eigentlich schlecht planbar sind, schlecht planbar umzusetzen. Man weiß nicht, was man immer noch alles machen muss, damit man wirklich die Funktionalität rausbringen kann. Liegt unter anderem dran, haben wir, glaube ich, wenn man ganz genau hingeguckt hätte, hätte man das auch sehen können in unserem Monolithen. Wir haben ein übergreifendes Domänen- und Datenmodell und übergreifende Service über alle Domänen hinweg, die es bei uns in der Firma so gibt. Und der Vertrag ist in der Versicherung natürlich sehr wichtig und den gibt es schon relativ lange. Der ist viel gewachsen und alle möglichen Funktionen in dieser Firma greifen da irgendwie drauf zu und bauen da irgendwie Sachen dran. Ja, und aus allen Domänen, das ist jetzt so schön aufgeteilt, dass die darauf zugreifen, aber die haben auch alle irgendwie Funktionalitäten damit reingebaut in diesen Vertrag und haben noch verschiedene Services dazwischen und so weiter. Das Ganze wird komplex und wirklich einfach schwer zu warten. Und das führt dann auch dazu, dass keine richtige Struktur zu erkennen ist. Und wenn neue Sachen reingebaut werden, wird sich auch nicht überlegt, wie kann ich das jetzt toll reinbauen mit irgendeiner Schichtentrennung und. Sondern da werden einfach irgendwelche Patches reingebastelt oder irgendwelche Hacks reingebaut, damit es einfach funktioniert. Ja, also um die Funktion jetzt zu bauen, kann ich nur sagen, ich würde sie ungern bei uns in das Kernsystem, so wie es jetzt ist, reinbauen, weil es ist nicht wartbar, es ist nicht erweiterbar. Framework-Updates haben wir versucht, funktioniert nicht so gut. Programmiersprachen-Updates auf die neuesten Versionen auch nicht. Das ist alles mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Ja, also wieso gibst du uns nicht einfach 2 Jahre und wir schreiben das ganze Ding neu? Ja, super Idee. Ist aus planerischer Sicht oder wenn man jetzt Product Owner ist und das mit den Stakeholdern oder Auftraggebern auch verhandeln muss, natürlich immer eine schwierige Sache zu sagen, ja, wir fangen jetzt mal an und wir wissen nicht genau, wann wir fertig sind. War für mich erstmal eher ein zusätzlicher Punkt, wo ich gesagt habe, naja, können wir es nicht eigentlich anders machen, weil aus planerischer Sicht ich mir parallel andere Gedanken gemacht habe, im Sinne von, wie können wir denn diesem Spannungsfeld begegnen? Und naja, man kennt es schon, hier dieser übliche Kreis vom agilen Vorgehen, vom inkrementellen Ausliefern. Das wäre natürlich, um in diesem Spannungsfeld irgendwie klarzukommen zwischen denen, die Bock auf die Innovation haben und denen, die man auch nicht überfordern sollte mit zu krassen Veränderungen, irgendwie immer ein ganz guter Mittelweg. Ich glaube, ihr kennt es alle. Ich versuche kurz einmal trotzdem durchzugehen, um auch ein bisschen die Vorteile klarzumachen, die wir uns in unserem Kontext erhofft haben. Ja, man definiert erstmal nicht das gesamte Lastenheft, sondern natürlich nur ein paar konkrete Anforderungen, um erstmal zu gucken, können wir vielleicht schon was ausliefern, nämlich hier dieses Produktinkrement, was schon einen Nutzen stiftet. Dann hat man die Möglichkeit, dieses Inkrement entweder sofort allen Usern, bestmöglich natürlich aber vielleicht erstmal einer bestimmten Usergruppe
auszuliefern, Feedback zu bekommen, entweder qualitatives oder natürlich halt auch Nutzungsdaten und so. Und dieses Feedback könnten wir dann im Produktteam wieder aufnehmen, so habe ich mir das zumindest gewünscht, und anschließend dann wieder das Backlog so anpassen, dass wir sagen, okay, wir erweitern das Inkrement, was wir gerade ausgeliefert haben, wir nehmen vielleicht auch geplante Features weg oder wir legen mal den Fokus auf die eher nicht funktionalen Anforderungen, weil das gerade ein Thema ist, dass wir einfach schnell reagieren können. Ja, und dadurch halt dann dieses Inkrement ausliefern können. So kommen wir dann halt einerseits unserer Geschäftsführung entgegen, die dringend nach diesen neuen Veränderungen fragt und können aber durch die Größe des Produktinkrements ganz gut selber steuern, ja, wie viel wir unseren Usern der ersten Stunde auch so ein bisschen zumuten können. Das ist ein recht familiäres Verhältnis, man kennt sich irgendwie seit Jahren und das ist einfach ein wichtiger Aspekt. Und ehrlich gesagt gab es parallel auch ein anderes Projekt, was ein bisschen den Fehler gemacht hat, dieses Inkrement viel zu groß zu fassen, sodass dann die Erwartungshaltung immer höher geworden ist und am Ende dann doch irgendwie alle enttäuscht waren. Und daraus wollten wir natürlich auch ein bisschen lernen in dem Projekt. Genau, ich habe schon so ein bisschen erwähnt, aber wir haben das Glück, intern auch User zu haben, die das Produktivsystem nutzen, also intern in unserer Organisation. Deswegen hatten wir uns auch überlegt, wäre es ja super, dieses Inkrement erstmal irgendwie nur so den bestimmten Usern zur Verfügung zu stellen, dann vielleicht so eine gewisse Fokusgruppe zu definieren, die aus bestimmten externen Usern besteht, also die es wirklich, die Versicherungsmakler, die es täglich nutzen, die aber sehr unterschiedliche Anforderungen haben, um einfach mal zu gucken, passt es für die und anschließend dann einfach allen freischalten zu können. Das war so unsere Idealvorstellung und das wollten wir bei dem Projekt einfach mal ausprobieren, ob das ein guter Weg ist für uns im Unternehmen. Konkret für unseren Kontext bedeutete das, dass wir uns natürlich auch ein bisschen überlegen mussten, was ist denn so ein sinnvolles Inkrement, was wir irgendwie schnell ausliefern können und gleichzeitig halt aber auch irgendwie ja wieder nicht in diese Überforderung, sage ich mal, laufen. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Kundenverwaltung hat so verschiedene Komponenten. Die größten Komponenten sind immer hier diese Tabs. Ich hoffe, man erkennt das auch hinten noch. Das sind einfach so kleine Ordner, in denen einfach verschiedene Use Cases abgewickelt werden. Diese Use Cases haben allerdings immer auch eine Beziehung zu den Inhalten in den anderen Ordnern und deswegen war dann noch so die nächste Wunschvorstellung, Anforderung, dass wir in der Lage sind, Funktionen, also das Inkrement, daneben zu stellen, ohne dass wir die bestehenden Funktionen damit beeinträchtigen. Also dass wir wirklich gucken, der User oder die User, die das testen sollen, können alle Funktionen, die es bisher gab, nutzen und kriegen das neue Inkrement on top. Ja, so nehmen wir halt keine Funktion weg und können trotzdem schon mal schauen, gehen wir mit diesem Inkrement in die richtige Richtung. Na gut, man hat es fast schon kommen sehen, wir können es also nicht einfach alles auf einmal neu bauen, ist auch, glaube ich, eine dumme Idee, haben wir heute alle gelernt. Ja, wir müssen jetzt also agil arbeiten oder sollten es können und zwar schnell Feedback einholen, weil es irgendwie wichtig ist und das Ganze schnell in die Entwicklung einfließen lassen. Die Funktionen selektiv freischalten, alte und neue Inhalte sollen koexistieren, in einer Ansicht am besten und sogar ineinander greifen. Und das hatte ich vorhin schon erklärt, wir wollen natürlich langfristig mit dieser Software auch noch Unternehmensziele unterstützen, deswegen muss sie auch erweiterbar und wartbar sein. Ja, und weil es im alten System nicht geht und wir das nicht alles auf einmal ablösen können, haben wir uns für ein schrittweises Vorgehen entschieden. Und zwar ist das Spengler-Fick-Pattern in dem Sinne, also man hat einen Zeitstrahl in der Mitte in dieser Grafik, unten ist das Altsystem und oben sind Module. Und das Altsystem wird mit voranschreitender Zeit immer weniger und die Module werden immer mehr. Und ja, das Altsystem ist das Altsystem und die Module sind unsere neue Welt sozusagen. Ein Modul ist dann in dem Sinne, ja, je nachdem wie man es schneidet, fachlich geschnitten ist, wäre es dann ein Bounded Context. Und ja, das kann natürlich dann irgendwie auch ein modularer Monolith werden, der diese ganzen Dinger hier beinhaltet, oder es werden alle Microservices. Es geht auf jeden Fall erstmal darum, irgendwie eine Ordnung in den ganzen in das alles reinzukriegen und das möglichst ohne die Limitierung des Altsystems. Genau. Ja, und um das Ganze einmal zu überprüfen, haben wir dann mit einem Prototypen gestartet. Mira hat es vorhin schon erzählt, wir wollten irgendwie neue Inhalte über so einen Tab reinbringen, das war unsere Inkrementgröße. Und für den Prototypen haben wir uns dann einen einfachen Use Case genommen, damit wir Fokus auf die kritischen Stellen in unserem Vorhaben legen können, nämlich Performance, wie geht die Integration und. Ja,
inhaltlich steckt hier hinter, der Makler kann einfach selber manuell anlegen, ob es einen Beratungsbedarf gibt oder nicht, also ob eine Absicherung jetzt irgendwie besprochen werden muss oder nicht. Parallel dazu sollen die alten Inhalte nicht weggenommen werden. Blau sind neue Inhalte, grau sind alte Inhalte. Das Ganze soll parallel existieren und wir wollen die neuen Inhalte irgendwie auch nur für ein paar User freischalten, erstmal bis es einen bestimmten Reifegrad erreicht hat. Ja, und der Rest soll auf die alten Inhalte noch weiterhin zugreifen, bis wir sagen, das Ding ist soweit fertig oder der Teil ist soweit fertig. Und wie das funktioniert, können wir jetzt mal Schritt für Schritt angucken. Also der User navigiert über den Browser an unser Altsystem. Wir benutzen dann Feature-Toggles, das ist ganz einfach. Wir gucken, soll der User alte Funktionen oder neue Funktionen sehen, jetzt konkret an dieser Stelle. In diesem Fall soll er noch die alten Funktionen sehen und soll keinen Zugriff auf die neuen haben. Also geben wir einfach die alte Ansicht wie gehabt zurück. Daran hat sich nichts verändert. So, wenn jetzt die neuen Funktionen aktiviert werden sollen, ist der Feature-Toggle angestellt. Ja, und dann haben wir unsere Funktion in das Modul A gezogen und irgendwie soll der ganze Kram jetzt auch noch zurückgeliefert werden an den Makler, der da vorm Computer sitzt. Ja, und um das zu realisieren, haben wir im Altsystem so eine Art Composition Layer eingebaut. Das Modul A stellt eben diese Inhalte zur Verfügung, auch das Frontend. Und das Ganze wird vom Altsystem zur Laufzeit über JavaScript reingerendert. Das ist halt klassisches Micro-Frontend, bei uns noch ja, irgendwie in das alte System reingebaut. Genau. Und das Frontend wurde jetzt ausgeliefert. Das Frontend kommt aus Modul A und es spricht auch mit Modul A. Modul A kann jetzt auch einfach nur ein Backend für das Frontend sein. In unserem Fall ist es aber dann eben ein Fachmodul. Ja, und auf diese Art und Weise haben wir einmal überprüft, funktioniert das alles, so wie wir es uns vorstellen. Ja, es hat funktioniert, obwohl mehr Systeme in diesem Bild zu sehen sind, ist die Performance auch auf jeden Fall okay gewesen. Wir konnten selektiv freischalten, wir konnten schnell neue Inhalte bereitstellen und das Ganze überprüfen lassen. Und wir können in Modul A, haben wir nicht die Limitierung des Altsystems, wir können also auch eine neue Technologie verwenden und hier können wir jetzt mit dem ganzen Spaß beginnen, den wir am Anfang nicht gemacht haben, nämlich vielleicht auch mal Metriken festlegen, dass wir nicht wieder an das gleiche Problem laufen und. Da haben wir jetzt schon ein paar Vorträge gehört, wie man sicherstellt, dass Legacy-Software auch gute Legacy-Software bleibt. Da können wir jetzt auch noch mehrere Module irgendwie mit reinbringen. Modul A kann auch mit Modul B sprechen, falls Modul B vielleicht auch einfach nur eine Fachfunktion ist, ohne irgendein Frontend und. Ja, und auf diesem Weg können wir Stück für Stück das Altsystem aufräumen bzw. ablösen durch Fachmodule, die im Idealfall zukunftsfähig sind. Ja, cool. Also, das war für uns natürlich ein richtiger Durchbruch, weil jetzt hatten wir einfach so ein bisschen die Bestätigung, dass es technisch einfach möglich ist und jetzt konnten wir auf jeden Fall mit den fachlichen Funktionen starten. Und ich greife wieder anfangs erwähntes Spannungsfeld auf, damit wir unsere User nicht völlig irritieren, haben wir uns einfach ein Produktinkrement überlegt, was relativ nah an dem Ist ist, nämlich die Vertragsübersicht. Die haben wir aber nicht komplett verändert, sondern einfach, hier ist die alte Vertragsübersicht, neben die alte Vertragsansicht erstmal gestellt. Die neue Vertragsansicht ging erstmal vom Design her einfach nur ein bisschen mehr Übersichtlichkeit, aber auch schon erste weiterführende Informationen, die alte Ansicht nicht hatte, plus auch ein paar Aktionen rund um den Vertrag, die den Makler schon so ein bisschen Richtung Beratung bringen und ihn da besser unterstützen als bisher. Genau, und jetzt können wir noch mal einmal schauen, ob unser inkrementelles oder schrittweises Vorgehen plus die gewählte Architektur uns dahin gebracht haben, wo wir sein wollten, nämlich die Stakeholder zufriedenstellen, das Unternehmen mit den Geschäftszielen für die Zukunft unterstützen und aber auch die User so ein bisschen abholen, da wo sie sind.
Und das konnten wir machen, indem wir das Inkrement, was ich gerade gezeigt habe, zunächst diesen erwähnten internen Usern zur Verfügung stellen. Das Gute war da, dass die das einfach schon im Produktivsystem verproben konnten. Und ja, dann ist tatsächlich das passiert, was ich anfangs erwähnt habe. Wir mussten an unser Backlog an die Planung ran und tatsächlich ein paar Features rausschmeißen, weil das Feedback kam, gerade bei vielen Verträgen geht die Performance der Ansicht ein bisschen in die Knie, weil dann doch sehr viele Requests da abgefeuert werden. Und das war ja, dann nochmal ein spannender Test im Live-System, sage ich mal. Also haben wir da die Planung ein bisschen angepasst und den Fokus auf die Performance mehr gelegt. Das dadurch entstehende Inkrement konnten wir dann also allen Usern oder den ersten externen Usern freischalten, auch von denen wieder Feedback einholen und anschließend dann allen externen Usern das Ding freischalten. Und dadurch, dass wir ja noch die alte Ansicht daneben gestellt haben, gab es erstmal eine Eingewöhnungsphase und tatsächlich haben die User das zum Anlass genommen, uns mehr und mehr Feedback zu geben, wie das neue Inkrement sich einfach noch verbessern kann, bis es dann tatsächlich den Reifegrad hatte, dass wir sagen konnten, alles klar, jetzt reicht es aber langsam auch mit diesem parallelen Weg, wir lösen den alten Tab ab. Und ja, das war ein relativ smoother Release in dem Sinne, es war ja schon lange released, nur dank des Feature-Toggles konnten wir da einfach den Schalter von heute auf morgen umlegen und hatten einfach einen entspannten Live-Gang in dem Sinne. Abschließend können wir also sagen, dass der von uns gewählte Weg es uns ganz, naja, ganz einfach würde ich nicht sagen, weil wir haben ja ganz viele Entscheidungen auf dem Weg dahin getroffen, aber uns einfach ermöglicht hat, schrittweise die neuen Features auszuliefern und gleichzeitig aber auch alte Funktionen abzulösen. Genau. Ja. Das war's von uns. Also erstmal vielen Dank und viel Spaß weiterhin noch auf dem Tech-Camp. Geht ja morgen noch weiter und heute, glaube ich, auch sogar noch. Und genau, freuen uns jetzt auf eure Fragen, falls ihr welche habt.